So, ihr Lieben, wir kommen zum Thema Halswirbelsäule. Und Halswirbelsäule, da gibt es ja eben halt manchmal nach dem Schlafen steht man auf und dann kommt es eben halt dazu, dass man irgendwo an der Seite, links oder rechts, zum Beispiel den Kopf nicht mehr drehen kann. Also wenn ich das hier habe und ich merke, ich gehe hier rüber, dann merke ich, oh, da tut es weh, auf der anderen Seite gar nicht. Oder wenn ich im Auto sitze, Rückwärtsgang eingeschaltet und ich will einfach mal so rüber nach hinten schauen und merke, oh, da kann ich nicht so gut, auf der anderen Seite keine Blockaden. Und das wird unser Thema sein, wie wir das Ganze angehen, um eben halt dort schmerzfreier zu werden und um eben halt dort die Faszienverklebung aufzulösen. Das wird gleich das Thema.